Das Endprodukt muss stimmen und das ist das Wichtige. Wie das funktioniert, zeige ich euch heute, dass die Leute, die Gäste, die Freunde, wenn sie dann die Praline im Mund nehmen, einfach sagen, wow. Es gibt keine Grenzen, es gibt keine Richtlinien. Das Einzige, was zählt, ist Temperatur von der Schokolade, Temperatur von der Kakaobutter und dann Let's Fetz und Rock'n'Roll und einfach loslegen. Mit ein paar kleinen Tipps und Tricks kann man da wirklich relativ schnell zu einem guten Endprodukt kommen. Und darum geht's. Ganz wichtig, die Pralinenform so halten. Niemals den Hohlkörper, also die Form, unten anfassen. Und das Schöne ist, ihr könnt sie einfach umdrehen und das Ergebnis anschauen. Ganache perfekt zum Apfeln. Hauchdünn, wirklich Millimeterarbeit, so wie es sein soll. Nun geht's ans Schließen der Praline. Tippt ganz leicht drauf mit dem Finger und ihr merkt, ist fest. Probieren. Für gut befunden. Wir sehen uns.